Liebes Publikum, guten Abend, liebe Leute vom Taz Talk, alle Abonnenten, die wir haben, und das sind sehr viele geworden. Das ist heute Abend der 159. Taz Talk und wir begrüßen ganz herzlich zu einem Gespräch über, ich nenne sie mal, und so heißt es ja auch offiziell, multidirektionale Erinnerung. Und beide haben sich noch nie in einem diskursiven Rahmen persönlich kennengelernt. Das tun sie heute Abend. Ich bin sehr, sehr froh, dass wir beide mit dabei haben. Das ist Aleida Assmann, Literaturwissenschaftlerin aus Konstanz, und Miron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt am Main. Guten Abend. Guten Abend. Schönen guten Abend. Ja, wir lesen heute nichts vor, wir sprechen nur. Und die Hoffnung ist, dass wir kontrovers sind. In einem Vorgespräch habe ich schon angemerkt, dass wir an großen versöhnerischen Gesten, dass wir uns einander jetzt toll verstehen, allenfalls am Ende interessiert sind. Das soll ja auch Ihnen was nützen, unserem Publikum. Ich will Ihnen vorher nochmal sagen, Sie können Ihre Fragen stellen. Also das ist die Mailadresse taztalk@taz.de. Und unser ganzes Projekt Taz Talk wäre überhaupt nicht denkbar ohne unsere wunderbar erfolgreichen Kolleginnen und Kollegen von Tazalich. Sie kennen den Spruch schon: Geiz ist zu verabscheuen. Seien Sie nicht geizig, spenden Sie auf diese Plattform. Uns hilft es und im Übrigen gibt es Ihnen auch ein gutes Gefühl. Frau Assmann, Sie gehören mit zu den, man könnte sagen, Sie sind die prominente Protagonistin der deutschen Publikation von Michael Rothbergs Buch Multidirektionale Erinnerung. Dieses Buch ist interessanterweise schon 2009 in den USA erschienen. Rothberg ist ein Literaturwissenschaftler aus Kalifornien und auch einschlägig bekannt in seinen Kreisen. Und Miron Mendel also kennt das auch. Und du als ja, du bist Publizist, du bist Pädagoge, du bist aus Israel, bist jetzt deutscher Direktor der Bildungsstätte Anne Frank. Was ist eigentlich multidirektionale Erinnerung? Möchte ich gerne von Ihnen und euch wissen. Worum geht es eigentlich genau? Salopp gesagt, mir ist jetzt vorläufig nur geläufig. Es geht um Antisemitismus, Postcolonial, es geht um all diese neuen Klingeltöne, man spricht sogar nach scharfen Streitigkeiten von einem Historikerstreit 2.0. Worum geht's? Mögen Sie uns das darstellen? Vielleicht, Frau Aßmann, mögen Sie beginnen? Sehr gerne, ja. Als das Buch 2009 erschien, war ich mit Michael Rothberg bereits seit ein paar Jahren zusammen verbunden in einem Erinnerungsnetzwerk, das hieß NITMES, Network in Transnational Studies. Und transnational war da auch der Schlüsselbegriff, denn man war übereingekommen, dass die Erinnerungs Studien sich nicht kümmern sollten um Erinnerungen innerhalb einer Nation, weil man die Befürchtung hatte, damit würde man eine mononationale, geradezu nationalistische Erinnerung immer wieder auch mitkonstruieren und ihr Vorschub leisten. Also die große Forschungsrichtung lautete damals Transnational Memories. Also man durfte überhaupt nur Erinnerungen, das wollten wir alle sehr intensiv, die über die Grenzen von Nationen gehen. Es gab viele Begriffe dazu, Traveling Metaphors, die Kultur macht ja sowieso keine Grenzen an den nationalen Grenzen. Also das war eine sehr wichtige Initiative. Und da hatten wir ein Forschungsnetzwerk, da war Rothberg dabei. Das Buch passte natürlich hervorragend. Es war in dieses Netzwerk hineingeschrieben und es ist ein paradigmatischer Fall für Transnational Memories und eben auch für innerhalb einer Gesellschaft unterschiedliche Erinnerungen, die da zusammenkommen. Also Vervielfältigung von Erinnerungen, um nicht dieses nationale Schema immer wieder zu reproduzieren. Und dazu muss ich noch sagen, dass dieses Buch also seither existiert und eingeschlagen ist. Es ist eins der wichtigsten Bücher der Erinnerungsforschung geworden. Es hat nur bisher, bis es nach Deutschland kam, hat es nur positive Resonanz und Rezensionen bekommen. Jetzt möchte ich noch was hinzufügen. 2018 ist es nach Frankreich gekommen, wurde es auf Französisch übersetzt, hat ja auch eine starke französische Komponente. Michael Rothberg ist ja Romanist, also Spezialist, Literaturspezialist für französische Literatur. Also,
Und es gab auch nur positive Reaktionen. So, jetzt kommt es nach Deutschland, ein Shitstorm nach dem anderen. Es gibt eine gerade hypererregte, wahnsinnige Aufmerksamkeit für das Buch und wie ich meine, auch eine vollkommene Fehllesung. Und damit schließe ich auch gleich meinen ersten Eindruck. Da ich das Buch schon so lange kenne und natürlich auch den Autor, schäme ich mich ihm gegenüber für die Form, in der er in Deutschland rezipiert wird und frage mich natürlich auch gerne mit Ihnen, was eigentlich hier gerade passiert, vor dem Hintergrund dessen, was ich jetzt gerade erzählt habe. Miron, dann schilder mal deinen Eindruck. Ich weiß von dir, dass du einen anderen gewonnen hast. Ja, also ich kenne das Buch auch seit 2009 und die Richtung, was Aleida Aßmann gerade beschrieben hat, das kenne ich auch aus meinem noch Geschichtsstudium. Genau vor 20 Jahren, 2001, habe ich mit angefangen, Geschichte zu studieren und wir haben uns schon damals mit dem Thema auseinandergesetzt. Wir haben in der ersten Grundkurs zu Holocaust haben wir angefangen mit Im Herzen des Finsternis von Konrad, also mit dem Kolonialismus angefangen. Das ist alles anders als Novum. Damit will ich auch sagen, dass mich hat schon damals 2009 überrascht, dass aus meiner Sicht ein Buch, der abgesehen von einem sehr charmante und vielleicht treffende Begriff nutzt, eigentlich überhaupt keine neue Gewinnerkenntnis dem wissenschaftlichen Diskurs beigetragen hat. Demzufolge würde ich auch jetzt hier davon absehen, hier mit Moral zu argumentieren, ob ich mich vor einer Diskussion schäme oder nicht schäme. Das finde ich, das gehört nicht zu unserer Diskussion heute oder insgesamt. Also ich fand, es gab einige sehr wichtige Einwürfe, auch in sozusagen in der neuen Diskussion anlässlich der Übersetzung, die, wie schon gesagt, 9 Jahre zu spät kam. Und ich schäme mich nicht, sondern ich finde, wir müssen die Sachen klar benennen. Das wäre mein Wunsch zu der Diskussion heute. Dann benenne es auch klar. Worum geht's? Also der Dandine hat jetzt am Wochenende in einer sehr guten Artikel in der FAZ das ganz gut auf den Punkt gebracht. Wir erleben gerade etwa 30 Jahre später eine zweite Historiker schreibt. Aber ich würde das noch vielleicht präzisieren, weil vor 30 Jahren ging es tatsächlich um was in Zeit des Nationalsozialismus geschehen ist. Also die These von Nolte als Historiker ging es darum, da zu behaupten, dass der Nationalsozialismus und der Rassenmord des Nationalsozialismus eine Folge des Klassenmord in der Bolschewismus war. Also eine Behauptung, die sich direkt an die Geschichte bezieht. 30 Jahre später, nach der Linguistic Turn, nach der sozusagen, wir reden nicht mehr über Geschichte, wir reden nicht mehr über Fakten, wir reden nur über Diskurse und Repräsentationen. Und da wird aus meiner Sicht eine ziemlich unbedeutende Behauptungen in den Raum gestellt, nämlich, dass Diskurse, dass Erinnerungen, die jeder von uns dann irgendwie im Kopf hat, irgendwie miteinander verbunden sind. Ich denke, kein ernstzunehmende Person wird das geleugnen, dass genauso wie dass jede Kultur in sich sehr, sehr unterschiedliche Einflüsse hat. Also es gibt keine Monokultur, keine deutsche Monokultur oder keine französische Monokultur. Jede Kultur ist eine Summe von sehr viele Einflüsse. Deswegen ist übrigens auch so ein Konzept wie Cultural Appropriation absolut lächerlich, weil jede Kultur ist immer eine Summe von sehr vielen Einflüssen. Genauso auch Erinnerungskultur. Es gab keine Erinnerungskultur, die nur auf ein Ereignis zugeschnitten ist. Und es ist fast obsolet zu behaupten, dass wir brauchen oder wir haben eine Erinnerungskultur, die unterschiedliche Erinnerungen in bestimmte Verhältnisse setzen. Und dazu gehört die Erinnerung an die Shoah, dazu gehört die Erinnerung an die koloniale Verbrechen, dazu gehört auch viele andere Verbrecher, Genozide gegen die Menschlichkeit. Wir haben hier in der Bildungsstätte Anna Frank in den letzten 10 Jahren
wunderbare Ausstellungen gemacht, die genau das herausgearbeitet haben. Wir haben anlässlich der 100 Jahre Völkermord an den Armenierinnen und Armeniern hier eine Ausstellung, die genau neben der Ausstellung über Anne Frank stand, ein halbes Jahr lang, und genau dieses Spannungsfeld aufgebaut hat zwischen dem Völkermord an Armeniern und dem Völkermord an die Judinnen und Juden und Sinti und Roma und so weiter und so fort. Dieses Spannungsfeld ist eine Realität, und deswegen halte ich nicht sehr viel von einem Buch, dass das einzige Beitrag dieses Buch ist, ein schöner Begriff, das zu benennen, nämlich multidirectional Erinnerung. Das ist okay, das ist eine gute Copyright, aber inhaltlich ist es nicht kein großer Beitrag. Und wenn man auch die Kapitel da, also wenn man das auch liest, auch die Geschichte von Du Bois in Auschwitz oder die Geschichte oder Hannah Arendt, das sind alle aus meiner Sicht keine großartige wissenschaftliche Erkenntnisse, sondern Sachen, die, wie gesagt, ich schon im ersten Jahr in meinem Bachelorstudium schon gelesen habe. Und vor allem, und das ist mein letzter Punkt, es geht ja hier um keine Holocaust-Forscher, sondern um einen Kultur- oder Literaturwissenschaftler, der sozusagen einfach der State of the Art beschreibt. Frau Aßmann, Sie mögen sich bitte nicht für mich schämen, aber das ist doch das gute Recht. Also in einem Diskurs, in einer großen gesellschaftlichen Debatte, die ist ja auch jetzt schon so ein bisschen um Rothberg jetzt persönlich ein bisschen versandet, aber es ist doch das gute Recht, dass man auch Widerspruch anmelden kann. Davon abgesehen, dass ich aus Frankreich auch drei sehr scharfe Rezensionen kenne, eine aus Libération und eine aus Le Monde. Also das waren aber jeweils nicht die ersten. Aber das ist doch also nicht ehrenrührig, Rothberg zu kritisieren, oder? Überhaupt nicht. Es geht mir um Missverständnisse, die ich ständig sehe und gegen die ich versuche, ein bisschen anzugehen. Also zunächst einmal möchte ich sagen, Rothberg ist kein Historiker, er ist Literaturwissenschaftler, genau wie ich. Wir machen das anders. Sein Fokus ist auch nicht eine neue historische Rekonstruktion und schon gar nicht die Idee, dass erst der Kolonialismus da war und dann ist der Holocaust noch so ein Epiphänomen. Es ist völlig absurd. Das ist gar nicht sein Thema. Also wer das Buch liest, wird sofort feststellen, und es war tatsächlich absolut neu. Jetzt will ich erklären, warum das neu war, und hat extrem befreiend auch gewirkt. Also es ist ein Buch, in dem er Verbindungen herstellt und Vergleiche thematisiert, die er, und das ist wichtig, gar nicht macht. Er macht keinen dieser Vergleiche. Er findet sie in Zitaten. Er macht eine Quellenbasis, ein Quellenarchiv auf, das in den 50er und 60er Jahren, das er findet, und interessiert sich, und das finde ich eine sehr interessante Frage, die eben mit Transnational Memory sehr viel zu tun hat. Findet Texte, in denen Menschen über den Holocaust im Kontext noch anderer Gewaltverbrechen nachdenken. Und jedes Mal sind das sehr ernsthafte Zeugnisse. Es können auch Filme sein, literarische Werke, in denen solche Konstellationen auftauchen. Und was ist nun neu und warum ist es nicht einfach dasselbe, was man schon im Grundkurs 5 Jahre früher gelernt hat? Es geht ihm darum, zunächst einmal zu beschreiben, wie sich Erinnerungen festigen und wie Erinnerungen miteinander interagieren. Das heißt, wie Erinnerungen aufeinander stoßen. Das ist ja das Thema der Memory Studies und überhaupt nicht die Frage der Historiker. Ich möchte erstmal diese wunderbare, wichtige Trennlinie hier einbauen zwischen den historischen Fragen und den Fragen der Memory Studies. Und in den Memory Studies gab es nun ein vollkommen festes Schema, das fast unumstößlich galt. Und das war nämlich dieses, dass die eine Erinnerung im politischen Diskurs immer die andere ausschloss, überwältigte, in einer Weise bekämpfte, in Wettbewerb geriet und so weiter. Das war genau die politische Situation, in der Erinnerungen verwendet wurden. Das war das normale Schema. Und Rothberg hat nun mit seinem sehr liebevoll, sorgfältig zusammengesuchten und interpretierten, ist ein unheimlich gelehrtes Buch. Da kann man nicht einfach so eine Lehre gleich rausziehen und sagen, das ist nichts Neues, sondern er hat mit diesen ganzen
Lektüren gezeigt, dass Erinnerungen sich anders verhalten. Dass Erinnerungen viel komplexer sind als dieses sehr brutale und primitive Schema des Entweder-Oder. Er nennt das das Nullsummenspiel. Meine Erinnerung oder deine, beide gehen nicht. Und genau dagegen hat er ein riesiges Archiv des Beweises sozusagen angelegt, um zu zeigen, dass man mit Erinnerungen Beziehungen herstellen kann. Die Verbindungen, die hier in diesem deutschen Diskurs immer nur darauf hingehen, es wird verglichen und es wird gleichgesetzt und das ist ein Skandal und es ist ganz schlimm. Und wir haben einen zweiten Historikerstreit und der Holocaust wird geleugnet und all diese Dinge hat man ihm alles ja vorgeworfen. Wo hat man ihm das vorgeworfen, also, dass er den Holocaust leugnet? Ja, das habe ich gar nicht gelesen. Jedenfalls durch die Bagatellisierung oder Trivialisierung runtergestuft und indem man es in diese Rivalitätsgeschichte haben wir eine Holocaust-Relativierung. Als Problematik hat er jetzt sozusagen auf sich gezogen. Und das ist eben, würde ich sagen, eine Fehllesung. Und weil man den Unterschied erstens zwischen History und Memory nicht macht und auch nicht sein Interesse, nämlich zu zeigen, dass über Verbindungen, die man zwischen den Erinnerungen herstellt, ganz, ganz wichtige Beziehungen her. Also Sie meinen, Frau Aßmann, also so wie das, das neue, ich habe jetzt den perfekten Namen nicht gewärtigt, das neue Vertriebenenmuseum, sage ich mal, oder Flüchtlingsmuseum am Anhalter Bahnhof in Berlin, also wo die aktuellen Flüchtlingsbiografien nicht ausgespielt werden gegen die Frage der deutschen Vertriebenen aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten. Meinen Sie das so? Also, dass man quasi das Aktuelle gegenschneidet zu dem, was früher mal war? Ganz genau, dass Menschen auch in sich unterschiedliche Erinnerungen tragen, dass wir auch in einer Gesellschaft jetzt leben, in der es auch nicht nur eine Geschichte gibt, sondern viele Geschichten. Wir leben auch in einer Welt der Pluralisierung der Geschichten, müssen uns auch da überlegen, wie wir mit einer historischen Bildung aufbauen, die auf der einen Seite den kulturellen Rahmen vermittelt, in der Welt, in die sie hier einwandern und gleichzeitig eben auch Platz schafft für Erinnerungen, die mitgebracht werden und Möglichkeiten des In-Beziehung-Setzens zu anderen Erinnerungen. Das ist im Moment eine ganz wichtige, aktuelle deutsche Aufgabe und die hat eben sehr viel mit dieser Erinnerungsforschung zu tun, auf die man sich jetzt nämlich rückbesinnen könnte und da hätte Rothbergs Buch sehr gut reinspielen können. Das ist leider versäumt worden. Es spielt jetzt in eine ganz andere Richtung hinein, nämlich rein historische Frage. Und ich muss einfach sagen, ich bin vollkommen einverstanden mit allem, was diese Historiker schreiben. Das ist überhaupt nicht mein Problem. Ich stehe da voll dahinter, ob das Dandiner ist oder Saul Friedländer. Und heute war es, glaube ich, Ulrike Jureit. Alle haben sich dazu gemeldet. Und es ist wirklich erstaunlich, wie jeden Tag wir das nochmal neu erklärt bekommen. Für mich ist das vollkommen selbstverständlich. Und ich freue mich auch, dass in dieser differenzierten Weise uns erklärt wird als Lesern. Ich bin nur dagegen, dass es dem Michael Rothberg als Gegenposition entgegengehalten wird, weil er etwas ganz anderes im Sinn hatte. Und das ist mein sozusagen Anliegen in dieser Diskussion, dass ich diese Differenzierung überhaupt erstmal vornehme. Denn hier geht es insgesamt um lauter, sagen wir mal, sehr wichtige, ernstzunehmende Stellungnahmen, die sich nicht gegenseitig ausschließen. Denn das ist ja wiederum genau das Schema, gegen das Rothberg angeht. Dass wir sagen, mit dieser Geschichte muss die andere aufgeschlossen werden. Und genau das ist auch in der Wissenschaft natürlich nicht produktiv, wenn man erstmal nicht erkennt, was das Anliegen eines Buches ist und welche positiven Wirkungen es haben kann und warum wir es gebrauchen können. Also wenn das schon mal ausgeschlossen wird und man es dann in einer falschen Lesart innerhalb des Historikerdiskurs, der vielleicht jetzt ein wirkliches Problem hat, wie er mit diesen kolonialen Geschichten umgeht und mit dieser Form der Zuordnung, die wo sie im Moment sehr aktuell sind. Und ich glaube, Rothberg hat selber einen schweren Fehler gemacht, indem er nämlich seine Verteidigung zusammengefügt hat mit der Verteidigung von Zimmerer, der ein ganz anderes Problem hat. Und damit ist eine Fehllesung in der Öffentlichkeit passiert. Und man hat Rothberg, der sowieso immer auch als Historiker vereinnahmt wird oder
Aber lassen Sie mich das noch mal ein bisschen alltagspraktisch, und das muss ich denn doch auch historisch fragen. Und Miron, vielleicht könntest du als Erster dazu was sagen. In der bundesdeutschen Geschichte ist es eine Fehlannahme, und zwar sowohl historisch als auch was jetzt die Erinnerungslandschaft anbetrifft, ist es eine Fehlannahme zu glauben, die Deutschen hätten erst in den 60er Jahren, das wird ja immer gemütlich aufgeworfen, mit der 68er Bewegung sich mit ihrer Vergangenheit auseinandergesetzt. Erstens hat es 68 in der politischen Bewegung so gut wie gar keine Auseinandersetzung mit der Nazi-Vergangenheit gegeben. Und zweitens gab es sehr wohl einen Vergangenheitsdiskurs. Der ging nämlich vor allen Dingen um die Vertriebenen und was die Russen uns angetan haben. Also das war jetzt ein Zitat, das habe ich jetzt nicht formuliert. Und das zum Beispiel, was die Erinnerungslandschaft oder die Erinnerungskulturen anbetrifft, nach der TV-Ausstrahlung der vierteiligen Serie Holocaust, da tauchte das Wort überhaupt popular in der Bundesrepublik auf, dass damals eine wahnsinnig intensive Graswurzelbewegung an Erinnerungsstätten, Schüler, Schülerinnen haben sich daran beteiligt, ganz viele Menschen, und dass da überhaupt eine Erinnerung gestiftet wurde, und zwar nicht, weil man das Jüdische jetzt so liebte, also weil eine Sakralisierung möglicherweise stattgefunden hat auf manchen Feldern, sondern weil man eigentlich dem Schicksal der früheren Nachbarn, der früheren Dorf- und Städtchenangehörigen nachforschen wollte. Und da fand ich das, was Rothberg schreibt, also beinahe kühl, uninformiert. Also was genau diesen Topos anbetrifft, wie gehen eigentlich Erinnerungslandschaften ins Wirken in einem jeweiligen Land? Und natürlich ist es bei uns eine, da kann man jetzt nicht nur transnational sagen, das ist doch bei uns in Deutschland was anderes als beispielsweise in den Niederlanden, in Irland, in Portugal, in, was weiß ich, Australien, Japan, USA. Und da müssen doch nationale Unterschiede in den nationalen, also wegen der nationalen Narrative gemacht werden. Ja, also ich denke, da wird sehr viel vermischt und zusammengeworfen. Das vielleicht auch anknüpfend von was Aleida Aßmann gerade gesagt hat. Also wir stellen gemeinsam fest, dass Rothberg kein Historiker ist. Und wenn es mit Rothberg erstmal darum geht zu sagen, dass in transnationale Erinnerungen sozusagen über Kontinenten und über verschiedene historische Zeitepochen Bezüge hergestellt werden und gegenseitiger Einfluss, darüber denke ich, dass man gar nicht Debatte stattfinden, weil es gibt niemanden, der das verneinen wird. Also es geht jetzt in dieser Debatte, 9 Jahre nach der Veröffentlichung des Buches, um was ganz anderes. Deswegen reden Dandiner und Saus-Friedländer von einem zweiten Historikerstreit, weil es gibt gerade die Diskussion über die Singularität der Shoah. Und diese Diskussion ist an allererster Stelle muss eine Historikerdiskussion sein und keine Literaturwissenschaftlerdiskussion. Wir können nicht über die Singularität der Shoah anhand sekundärer Quellen diskutieren, wie wurde sozusagen die Shoah in bestimmte literarische Werke rezipiert wurde, und das vergleiche mit literarischer Rezeption von Kolonialverbrecher. Das wird uns nicht über die Geschichte selbst was aussagen. Und hier spielt, und dafür sind wir vielleicht einig, Frau Aßmann und ich, dass Herr Rothberg hier in einem Feld spielt, wo er sich nicht auskennt. Und ich bin fast vom Stuhl gefallen, als ich dann seinen Artikel in der Berliner Zeitung gelesen habe. Ich kann es zitieren. Er sagt, vor mehr als 10 Jahren führte ich eine Studie den Begriff der multidirektionalen Erinnerung ein. Damit wollte ich eine begriffliche und historische Alternative zu dem in Deutschland vorherrschende Beharren auf der absoluten Einzigartigkeit des Holocaust entwickeln. Also muss man das wirklich zweimal oder dreimal lesen, um das wirklich begreifen, was hier ein Literaturwissenschaftler anmaßt. Und zwar, wird hier eine, also in fast in der deutschen Kontext eine
fast eine rechte Rhetorik dann bedient, wenn wir, weil wie ich kenne das eher sozusagen als Björn Höckes und Co., die immer sich beklagen, dass man immer wieder auf diese absolute Einzigartigkeit der Shoah beharrt. Also es wird hier was sozusagen kolportiert zu etwas, das Rosberg überhaupt einmal keine Ahnung hat, weil er hier nicht in Deutschland geforscht hat. Und zum anderen, das ist, finde ich, wirklich das Problematischste in seiner Behauptung, wird anhand einer Literaturrecherche eine Aussage über die Einzigartigkeit oder die Nicht-Einzigartigkeit der Shoah. Und ich frage mich, wie kann ein ernstzunehmender Wissenschaftler ohne jegliche historische Forschung dazu eine Aussage treffen und sagen, ich mache eine Alternative zu der Singularität der Shoah, sondern ich stelle ein anderes Konzept dar. Und das ist, ohne sozusagen viel zu sagen, ist einfach falsch. Nur damit wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch wissen, sozusagen, warum wir über Singularität der Shoah sprechen. Da, ich will vielleicht noch ein paar Beispiele geben. Der Saul Friedlin, der da nennt, die Besonderheit der Shoah in der Erlösungsantisemitismus, also dass die Tatsache, dass die Nationalsozialisten ernsthaft geglaubt haben, dass mit der kompletten Auslöschung der Juden, aber nicht nur die Körper der Juden, sondern alles, was mit Judentum verbunden ist, die jüdische Kultur, jüdische Schriften, alles, die komplette Auslöschung, das ist der Schlüssel, um die Welt zu retten. Und das ist eine ideologische Komponente, dass wir nicht in eine koloniale Unrecht und Völkermorden dann wiederfinden können. Und Dandiner sagt auch dazu mit seinem Begriff der Zivilisationsbruch, zeigt er dann, wie dann der Unterschied ist, wenn man einen Gegner in der brutalsten Weise, wie sozusagen in Afrika, in der Kolonialzeit oder wenn der Kaiserreich, der Völkermord an Herero und Nama, als Beispiel ein brutalster Völkermord stattfindet, doch einen Unterschied ausmacht in dem Vergleich zu was in der Zeit von 33 bis 45 in Europa stattgefunden hat, nämlich es gab keine Gegner sozusagen, der sozusagen versammelt waren, sondern Menschen, die in der Gesellschaft, als Teil der Gesellschaft, als Deutsche, Polen, Ukrainer gelebt haben, aussondiert wurden, ausgesucht wurden, zusammen mit großer Mühe und große materielle Investitionen zusammengesammelt wurden, damit die dann industriell vernichtet werden. Das ist im Vergleich zu der kolonial herrschenden Logik der Verwertung und der wirtschaftliche Profit, dass die Juden zu vernichten war, absolut ein Verlustgeschäft, sage ich jetzt ein bisschen sarkastisch. Und das ist wirklich erstaunlich, dass auch in der Zeit, wenn die Züge von in Richtung Osten eigentlich militärische Nachschub schicken wurden, dann wurden sie von Adolf Eichmann nicht mit militärischer Nachrüstung verschickt wurden, sondern mit Juden, die in die Gaskammer mussten. Also das war der Nazi-Apparat wichtiger, Juden systematisch umzubringen, als die Armee an der Front zu überliefern. Das sind einfach sozusagen ideologische Tatsachen, die eine klare Grenze ziehen zwischen diese zwei historischen Geschehnissen. Damit will man nicht sagen, dass der Kolonialverbrecher nicht schlimm sind oder dass keine Restitution stattfinden soll oder dass hier dass in bestimmte Teile der Vernichtung auch gewisse Ähnlichkeiten sein können. Zu vergleichen gehört zu der Wissenschaft. Der Gleichmacherbegriff ist ja, alles war Rassismus. Also ja, genau. Quasi Antisemitismus als eine Spielart. Aber Frau Aßmann, Meron Mendel hat jetzt gerade darauf hingewiesen, dass Rothberg ja auch in seinem Beitrag, und so hat er das auch mit Jürgen Zimmerer in der Zeit gemacht,
sehr wohl beansprucht, auch für den historischen Diskurs zu sprechen. Also natürlich sind Literaturwissenschaftler auch Historiker. Er hat ein Archiv von Quellen, er deutet es. Es sind andere Quellen als die, der Historiker hat. Und es ist auch ein anderes Erkenntnisinteresse. Ich möchte zunächst mal sagen, dass der Begriff des zweiten Historikerstreits auf Rothberg selbst zurückgeht. Er hat ihn eingeführt, schon vor ein paar Monaten. Und es ist sehr interessant. Aber was, Herr Mendel, was Sie sagen, dass nämlich dieser zweite Historikerstreit jetzt doch eine ganz andere Form angenommen hat, als die Rothberg ihn zunächst mal dargestellt hat. Und das hängt sehr stark mit Aufgaben und jetzt auch drängenden Problemen innerhalb der Historikerzunft zusammen. Ich glaube wirklich, da dreht sich im Moment was und da muss etwas klargestellt werden. Und alles, was Sie gesagt haben, ist mir vollkommen aus dem Herzen gesprochen. Es ist genau richtig, würde ich alles unterstreichen. Ich möchte aber zeigen, dass es noch einen anderen Diskurs gibt, den man jetzt nicht gleich ausschließen darf. Und ich plädiere einfach nur auf Zuhören und Verstehen oder Bereitschaft zur Verständigung. Wenn wir das Wort Einzigartigkeit so vor uns hertragen, könnte es ja auch gewesen sein, dass Michael Rothberg, das würde ich jetzt mal versuchen, den Begriff verstand im Sinne von Ausschließlichkeit. Diese Ausschließlichkeit ist nämlich ganz wichtig in dem Moment, wo man sich überlegt, wie viele Erinnerungen haben Platz in einer Gesellschaft, wer in einer Politik darf entscheiden, welche Erinnerung und so weiter. Dann ist mit der Einzigartigkeit ganz leicht so ein Ausschließungseffekt verbunden. Und wenn die ganze Forschung von Rothberg, wie ich sie verstehe, geht in diese Richtung, nicht die Einzigartigkeit des Holocaust anzuzweifeln, es wäre ja ein Wahnsinn für einen Professor für Holocaust Studies an der University of California in Los Angeles, der er ist. Das muss man doch hinzufügen. Aber was er im Blick hat, ist genau diese damit leicht verbundene Ausschließlichkeit. Und damit das jetzt mal klar wird, möchte ich einfach mal ein Beispiel zeigen, wohin wir kommen, wenn diese multidirektionelle oder Mehrwegserinnerung nicht existiert, wo diese Öffnung, die er damals angezeigt hatte mit seinem Buch, die es vorher so nicht gab, muss man einfach sagen, es war vorher viel, viel rigider und jetzt hat er plötzlich Platz geschaffen. Und dafür ein Beispiel ist für mich das Florida-Museum. Dieses Museum hat im November letzten Jahres eine Ausstellung gemacht und hat mit Bezug auf den Mord an George Floyd große Bilder eines Fotografen ausgestellt, die in der Nähe von dem Ort, wo er ermordet wurde, aufgenommen wurde. Er hat mit Menschen gesprochen und die Ausstellung bestand aus 45 großen Porträts, die da aufgehängt wurden und immer mit einem Spruch dieser Person. Und die ist gelaufen bis zum Januar diesen Jahres. Sie lief in einem Holocaust-Museum und die Person, die das Holocaust-Museum eingerichtet hat, hat auch ein Mission-Statement hinterlassen und hat sich gewünscht, dass in diesem Museum eben Antisemitismus auch verbunden wird mit anderen Formen von Gewalt und Verletzung von Menschenrechten, um ein Klima zu schaffen für eine gerechtere Gesellschaft. Das ist ja auch ein Anliegen. Es heißt da wirklich, sie glaubt, dass die Lessons of the Holocaust, dass die auch eine Linse, eine mögliche Perspektive sein können für gegenwärtige Human Rights Issues. Und in diesem Sinne wurde diese Ausstellung dafür zwei, drei Monate gezeigt. Und dann kam ein riesiger Entsetzen in den sozialen Medien. Der Name George Floyd taucht in der Ausstellung überhaupt nicht auf. Es sind nur diese privaten Personen und ihre Gesichter und Sätze. Und sofort in den Medien hieß es, eine George Floyd Ausstellung ist ja unmöglich. Und man hat gesagt, das ist eine Trivialisierung des Holocaust. Die 6 Millionen Juden sollen jetzt dagegen aufgerechnet werden. Und vor allem die amerikanische Polizei taucht jetzt als Nazis auf. Also die Vergleiche wurden alle gezogen von den Besuchern, die die Ausstellung gar nicht gesehen haben, sondern nur in den sozialen Medien darauf reagierten. Es war ein unmittelbarer Reflex
Und es ging immer nur darum, Floyds Tod mit dem Mord an 6 Millionen Juden zu verbinden, wäre unglaublich unerträglich und auch politisch unmöglich. Also damit will ich nur zeigen, was es bedeutet, wenn eine Gesellschaft keine Flexibilität hat, auch keine emotionale, empathische Flexibilität, um Geschichtserinnerungen, die natürlich vorrangig singulär und absolut primär sind, doch auch in Verbindung setzen zu dürfen mit anderen Ereignissen. Und das meine ich jetzt mit dem Unterschied zwischen Einzigartigkeit und Ausschließlichkeit. Mit der Einzigartigkeit sind wir uns völlig einig, aber dass die Ausschließlichkeit, die damit einhergehen kann, ich habe Ihnen jetzt ein Beispiel gezeigt und wir haben das in Deutschland im Moment ganz massiv auch, das kann einer Gesellschaft schaden, die auf dem Wege gerade ist, eine empathischere oder auch eben eine pluralere Gesellschaft zu werden, in der natürlich viele Erinnerungen Platz finden müssen. Und ich bin da im Moment sehr daran interessiert, wie das gehen kann. Denn natürlich muss es auch einen klaren Rahmen geben, in dem die Grundlagen, die wir gelegt haben, Herr Feddersen hat es ja auch nochmal gesagt, wie lange es gedauert hat, bis diese Erinnerung Deutschland überhaupt Fuß fassen konnte und auch einen stabilen institutionellen Rahmen gefunden hat. Dieser muss natürlich in der Einwanderungsgesellschaft deutlich im Mittelpunkt stehen. Aber dass dieser Rahmen Platz auch hat für andere Erzählungen, wenn das nicht geht, wenn man eine solche hysterische... Aber wo war kein Platz, Frau Aßmann? Also ich kenne, also wo war kein Platz für andere Erinnerungen? Jeder Familie gibt es nicht... Gebe ich ein Beispiel. Also es gibt natürlich viele Orte noch, wo man diese Erweiterung der Erinnerung braucht. Das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Kolonialgeschichte und auf die Sklavereigeschichte, sondern auch, die ja auch mit den Migranten in unsere Gesellschaft noch mit einbringt, aber auch auf die Nakba. Und in die Nakba, das ist ein Begriff, das ist in Israel tabuisiert, auch durch Gesetze. Man darf das Wort gar nicht benutzen. Und in Deutschland muss man... Das muss stimmt man, nicht. Das ist nicht... Das ist nicht in der... Der darf nicht in der Curricula des Erziehungs... Es gibt kein Gesetz gegen den... Also jedenfalls kommt es auf keinen Fall in die Schulen und es darf nicht... Das ist aber was anderes als Gesetz dagegen. Ja. Da müssen wir ja, ein bisschen... Ich plädiere so ein bisschen an die Wissenschaftlichkeit. Ja, bitte schön. Ich beziehe mich jetzt nur auf das Nakba-Gesetz von 2011. Und die Schulbücher, die es schon gab von Dunbar On, die wieder aus dem Verkehr gezogen wurden, da sind wir uns einig. Also in Deutschland... Das ist kein Gesetz. Sei es drum. Noch der Satz zu Ende, dann bin ich auch gleich fertig. In Deutschland muss man das Wort nicht tabuisieren, weil es niemand kennt. Ich habe in zwei Büchern schon mal versucht, mit zwei Kapiteln zu zeigen, dass es eine unterirdische Verbindung gibt zwischen dem Holocaust und dieser Nakba-Geschichte, damit wir überhaupt unser eigenes historisches Wissen erweitern können hier in Deutschland. Das ist unbekannt und das wird im Moment auch nicht aufgenommen. Also ich kann das schreiben, niemand liest es, niemand spricht darüber und es gibt auch keine Informationen darüber in den Medien. Und es gibt auch andere Beispiele, wo ich versucht habe, etwas in den Aufmerksamkeitsraum auch der Medien reinzubringen, ist es ganz schwierig. Der ist relativ im Moment rigide geschlossen. Und mein Wunsch ist ja auch nicht, dass wir unsere Werte relativieren, sondern dass wir unseren Werten vertrauen können, damit wir dieses Wissen auch mit bearbeiten können. Denn ich glaube nicht an Leugnung oder Ausschließen. Ich glaube wirklich an politische Bildung und auch so etwas wie kulturelle Mitgliedschaft. Also Cultural Membership finde ich einen wichtigen Begriff für Menschen, die in unser Land kommen, die auch sich hier positionieren können mit ihren Geschichten, ohne unsere Grundsätze umzustoßen. Miron, willst du darauf direkt erwidern? Ich bitte dich, kürzer zu erwidern. Kürzer zu erwidern. Also vielleicht, wo wir einig sind, also dass wir sozusagen die Trennung zwischen Einzigartigkeit und Ausschließbarkeit, da sind wir sozusagen beide auf der gleichen Seite, nicht auf der Seite von Rosberg, weil Rosberg spricht explizit gegen die Einzigartigkeit. Also dann können wir uns mit sagen, dass wir beide nicht der Meinung von Rosberg sind. Das ist schon ein Erkenntnisgewinn dieses Gesprächs. Zweitens, ich würde sagen, kein ernstzunehmende Person in der deutschsprachigen Raum wird für Ausschließlichkeit plädieren. Es gab, wenn ich schon sozusagen ein Beispiel dafür suchen muss, dann würde ich diese
unsägliche Shitstorm an Caroline Enke benennen, wo eine Instrumentalisierung war von einer Anreihung von Opfern von rechter und rassistischer Gewalt. Und da waren so Juden und dann auch am Ende kamen so die Klimaforscher. Und das wurde sozusagen verpackt, als jemand sozusagen der Holocaust relativiert. Das ist natürlich eine üble Diffamierung und so ein Beharren auf gewisse Ausschließlichkeit, die es nicht gibt. Aber das sind wirklich, und das kommt nicht aus der aufklärerischen Seite der Gesellschaft, das kommt von Rechten und von Menschen, mit denen nicht Teil der wissenschaftlichen Diskurs. Deswegen werde ich meinen Punkt auch betonen, in der wissenschaftlichen Diskurs, in der aufklärerischen Teile der Gesellschaft gibt es keine Ausschließlichkeit der Shoah, sondern es wird immer auf Bezüge hingewiesen. Jetzt kommen wir zu der Ausnahme und das, also die eine besondere Gebet, weil Sie das von den Nakba gesprochen haben. Ich halte mit Nakba ist nicht tabu. Ich rede seit 35 Jahren über die Nakba und trotzdem in der Konstellation denn wir gerade in der politischen Konstellation, den wir gerade erleben, und da rede ich als Pädagoge, der wirklich ständig auch in zum Beispiel in Moscheegemeinden sehr aktiv ist, stelle ich fest, dass es gibt eine große gesellschaftliche Akzeptanz für die Aussage, was die Juden und die Palästinenser heute machen. Die machen genau das Gleiche, was die Nazis ihnen vor 80 Jahren gemacht haben. Diese Aussage kursiert sehr heftig in den sozialen Medien, in bestimmte Milieus. Und dann frage ich mich wirklich an die Frage, was bringt uns diese Vergleich oder diese Verbindung herstellen zwischen der Nakba und der Geschichte des Nationalsozialismus, der Shoah. Da in dieser Bezugherstellung wurde ich äußerst vorsichtig, weil wir müssen nicht nur in unsere innere Diskurse, und da können wir gerne sozusagen im Glas Rotwein auch diskutieren, weil welche Bezüge gibt. Wenn wir uns aber in die Öffentlichkeit geben, dann würde ich dann wirklich eine gewisse Vorsicht ist geboten, weil das wird sehr schnell genau in die falschen Hände gespielt. Ich darf noch mal ganz kurz eine Sache einspielen. Mein Eindruck ist, also es gibt zum Beispiel eine Autorin, die ist in der Postcolonial-Szene der etwas populäreren Art ziemlich bekannt, Emilia, ich weiß gar nicht, wie man ihren Namen ausspricht, Roig oder Roy, also lebt in Berlin und sie schreibt in ihrem Buch, worum es eigentlich hier zeitgenössisch geht. Der ganze Holocaust- und Antisemitismus-Komplex stand eigentlich quasi einer guten Auseinandersetzung mit kolonialer Tradition entgegen. Also das ist im Grunde genommen das, was denn dabei rauskommt, wenn man da quasi ein Diskursangebot macht, ist mein Eindruck. Und das hat mich sehr beunruhigt, denn ich kann mich überhaupt nicht dran, also an irgendwas erinnern in der Bundesrepublik, wo einer, wenn man so will, antikolonialen Erinnerung wirklich Dinge im Wege standen. Und ich glaube, beim Holocaust, bei dem ganzen Diskurs in Deutschland, der war ja beinhart auch gegen das politische Establishment durchgekämpft. Das war ja eine Graswurzelbewegung. Es war weder eine akademische Bewegung noch eine Bewegung der politischen Eliten in Deutschland. Und deswegen hat mich eigentlich das, was Rothberg geschrieben hat, einerseits gefreut. Also man erinnert ja immer so vieles aus so vielen Einflüssen, also zehrt man sein Bewusstsein, aber auf der anderen Seite auch verstört. Also was läuft da eigentlich wirklich schief? Wobei ich jetzt in Deutschland vereinigt, das einzige Schiefgehen doch das ist, dass man immer noch nicht präsent hat, also mit welchem Schlachthausbewusstsein eigentlich die deutsche Wehrmacht in den Osten Europas gezogen ist. Und das ist so gut wie überhaupt nicht. Es wird quasi sofort mit Mahnmalen vielleicht und mit einer Ansprache von Bundespräsident Steinmeier neulich sehr gut erinnert. Und ansonsten findet quasi die deutsche Verheerung, die mit dem Holocaust begann und dort besonders konsequent war, bis hin also zur Verwüstung Osteuropas. Also das spielt
im deutschen Alltagsbewusstsein keine Rolle. Ich wünsche mir da sehr viel mehr Aufmerksamkeit, auch im, also jetzt komme ich mit dem Wort, auch im Hinblick auf eine empathischere Idee von Versöhnung mit dem, was man Osten Europas nennt. Vielen Dank, Herr Feddersen. Genau aus diesem Grund habe ich mit zwei Historikern ja im letzten Jahr schon, oder war es im frühen Jahr dieses Jahres, man hat in Corona-Zeiten das Zeitgefühl verloren, jedenfalls eine Bundestagsresolution angeregt, und die ist auch positiv verabschiedet worden. Und die geht dahin, dass ein Dokumentationszentrum für den Vernichtungskrieg der Deutschen Wehrmacht eingerichtet wird. Und zunächst hatten wir das auf den Osten beschränken wollen. Winkler hat dann aber gesagt, warum nicht für ganz Europa? Wir fanden das auch vollkommen richtig. Es hat natürlich Schwerpunkte in Polen und in Russland, Ukraine und Weißrussland vor allem. Aber genau dieses Doku-Zentrum wird kommen, und es ist genau mein Anliegen. Dass das wird ein europäisches. Es wird in einem europäischen, also auf Gesandt, es ist nicht in dem Sinne europäisch, es ist deutsch, aber es ist auf alle Länder Europas, die von diesem Überrennen und diesem entfesselten Vernichtungskrieg also getroffen waren. Das wird sich da genau jetzt ergeben, und es ist schon der Beginn jetzt der Planung und der Ort, wo das hinkommt. Auf alle Fälle ist es wichtig, dass es Dimensionen haben wird. Es wird ein Ort sowohl geschichtlicher Forschung sein, wo die aber auch in die Gesellschaft vermittelt wird, damit sie bekannter wird. Es wird ein Dokumentationszentrum sein, was Ausstellungen ermöglicht, und auch natürlich ein Ort der Begegnung, damit die jüngeren Generationen da einbezogen werden können. Denn diese Erinnerung, jetzt sind wir wieder zum Glück noch mal kurz bei der Erinnerung, denn das ist mein Thema und nicht die Geschichtsschreibung. Die Sorge um die Erinnerung, wie diese Erinnerung an diesen Zweiten Weltkrieg weitergetragen wird, das ist eine ganz, ganz wichtige, auch prophylaktische Form, Beziehungen in Europa zwischen den Nationen zu gewinnen. Und insofern ist es dann wieder eine sehr europäische Angelegenheit. Frau Aßmann, da kommen wir doch schon, da deutet sich doch mit Ihnen beiden ein weiterer Taz-Talk an. Dann reden wir genau über dieses Projekt, weil da fallen mir jetzt sofort 100 Millionen Zwiespältigkeiten ein, die wir unbedingt erörtern müssen mit Ihnen und auch Herrn Mendel. Jetzt haben wir hier aber, weil uns die Zeit, das ahnte ich schon, die Zeit rennt uns so davon. Ein Zuschauer fragt, Sebastian heißt er, wenn man vom Aspekt der Ausschließlichkeit abrückt, und da bitte ich jeweils um kurze Statements, wird der Singularitätsbegriff dann nicht zur Tautologie, weil am Ende jedes historische Ereignis in sich einzigartig war. Frau Aßmann, möchten Sie beginnen? Also darauf antworte ich mit der Faulenbach-Formel, die wollte ich unbedingt hier auch noch einbringen. Faulenbach, Bernd Faulenbach ist ein Historiker, der hat einmal eine ganz missliche Pattsituation überwunden, und zwar in der Enquete-Kommission, als es um die DDR-Vergangenheit ging. Damals ging es um die zwei deutschen Diktaturen, und man hat sich so zerstritten über die Einzigartigkeit des Holocaust, dass man nicht weitermachen konnte. Und da hat er folgende Formel entwickelt, und diese Formel gilt auch für die Kolonialgeschichte. Eigentlich haben wir die Lösung. Wir wollen sie offenbar nicht. Nämlich, er hat gesagt, die Erinnerung an die DDR-Geschichte, und hier können wir ergänzen auch an die Kolonialgeschichte, darf den Holocaust nicht relativieren. Der zweite Satz lautet, die Erinnerung an den Holocaust darf aber auch die DDR-Geschichte bzw. Kolonialgeschichte nicht bagatellisieren. Und das ist genau die Antwort auf diese Ausschließlichkeitsgeschichte. Die Einzigartigkeit steht ja fest. Wir haben eine klare Priorisierung, wir haben eine Hierarchie. Es ist ganz eindeutig, was wie weit gehen kann. Aber dass eine Ausschließlichkeit mit der Einzigartigkeit verbunden wird, ist ganz gefährlich, und dafür kann ich nur warnen. Und das Beispiel DDR-Geschichte oder jetzt Kolonialgeschichte zeigt doch, dass man das in einer Gesellschaft schaffen können muss, das unterzubringen. Miron, willst du was dazu sagen? Dem würde ich komplett zustimmen. Also mir geht weniger um sozusagen die Begriffe, weil ich denke, da niemand wird wirklich ernsthaft, das kann ich nur betonen, von Ausschließlichkeit sprechen. Es geht vielmehr darum, was von einer Agenda hier gespielt wird
Und da sehe ich, das weiß ich, ich kenne nicht genug sozusagen, abgesehen von den paar Interviews von Rosberg, ich sehe einfach sozusagen hinter dieser Welle eine andere Agenda, nämlich eine Nivellierung der sozusagen der gesamte Diskurs von eigentlich ein Gespräch über sozusagen Krankheit gegen Humanity oder gegen sozusagen Völkermorde oder Genozide in sozusagen in eine Pauschalisierung. Und diese Pauschalisierung, mit dieser Pauschalisierung kommen wir nicht weiter. Das wird, das wird uns nicht helfen, weil gerade die Aufgabe von Wissenschaft ist die Differenzierung. Und dann, Frau Aßmann hat von Hierarchie gesprochen. Mir geht es weniger um die Hierarchie oder Hierarchisierung, sondern es geht darum, genau wie wir sozusagen in individuellen Mord den Unterschied machen, ob es ein Totschlag oder Mord ist oder was genau passiert, dann müssen wir auch, wenn es kollektive Verbrecher sind, diese Unterscheidung machen. Und deswegen, also das, und wenn die berechtigte Forderungen für Rückerstattung, Restitution zu kolonialen Verbrecher immer wieder sozusagen in Bezug auf den Holocaust genommen wird, das finde ich, das ist einfach die falsche Argumentation und die falsche Bezugnahme. Und leider ist es genau, was wir gerade erleben, dass dieser zweite historische Streit dafür genutzt wird, um solche Forderungen stellen zu können. Und Miron, ich habe ja vor der Sendung, ich habe es auch am Anfang gesagt, ihr mögt euch bitte nicht so schnell versöhnen. Das ist immer in Deutschland meine allergrößte Angst, dass man irgendwie also zur Differenz nicht stehen will. Aber jetzt könnt ihr möglicherweise gleich, könnt ihr euch versöhnen und dann könnt ihr auch über mich herfallen. Wir reden jetzt noch mal ganz kurz über einen Diskurs, der wesentlich von Genozidforschern, von linken Historikern, die sind teilweise, ich kenne einige Protagonistinnen, die sind teilweise antiimperialistisch, aktivistisch orientiert. Teilweise wird in den Folgebeiträgen von dem, den ich jetzt gleich nenne, auch munter historisch vor sich hingeflunkert, teilweise ärmlichst an historischer Expertise. Aber ich rede über den Text von dem Genozidforscher A. Dirk Moses aus Australien, der vor 5 Wochen begann, einen Diskurs zu führen, 5, 6 Wochen. Der Holocaust sei eigentlich der, also und alles, was daran hängt, sei eigentlich der Katechismus der Deutschen. Können Sie zu diesem Katechismus der Deutschen nochmal vielleicht in einem Statement jeweils kurz was sagen? Also Dirk Moses, den können wir ruhig einen deutschen Namen aussprechen, das ist ja ein Australier und Historiker. Und der lebt nicht in Deutschland. Also, und der ist jetzt Professor an der Florenz-Universität als Historiker. Und sein Interesse ist im Moment, eine neue Form der Genozidforschung aufzubauen. Und da geht es darum, dass man eine neue Gruppe von Opfern in den Blick bekommt, die eben nicht als ethnische Gruppe oder so auftreten, sondern die als Kollateralschaden bei bestimmten Kriegen entstehen. Und diese Kriege nennt er die Kriege um absolute Sicherheit oder so ähnlich. Das ist jetzt eine Kurzfassung seines Interesses. Das ist ein sehr ernsthaftes Interesse, das man natürlich als Historiker auch immer wieder beobachten muss. Wie entwickelt sich Krieg weiter? Wo sind die neuen Opfer? Wir können nicht immer auf den alten Kategorien sitzen bleiben. Und so wie Lemkin ein unglaublicher Schritt vorwärts war, dass er endlich mal die ethnischen Gruppen als Opfergruppen in den Blick bekam, ist Moses gerade dabei festzustellen, dass man auch über diesen Begriff wieder noch hinaus muss. Was seinen Stil angeht, ist er sehr ruppig und argumentiert ein bisschen mit der Keule. Und ich würde das auch auf keinen Fall alles unterschreiben, was er sagt, dass er diesen Begriff des Katechismus gewählt hat, würde ich mal sagen, das ist auch gut, dass er das sozusagen in diesen zweiten Historikerstreit jetzt mit einbindet. Wir Deutschen sollen uns mal überlegen, dass wir nicht immer nur etwas vor uns herbeten, sondern wie wir zu diesen Dingen stehen und wie wir darüber denken. Und dass wir das diskutieren, ist ja auf alle Fälle etwas Gutes. Miron. Ja, ich konnte auch sozusagen in diesem Text auch einige Punkte, wo ich durchaus auch Verständnis habe. Ich,
Ich hatte auch selbst Bauchschmerzen, diese Reflex in der letzten Eskalation in Gaza und Israel, wie schnell auf die Israel-Fahnen überall an die Ratshäuser und Landtage gehissen wurden und wie schnell sozusagen so eine nationalistische Identifikation auf beide Seiten stattgefunden hat. Also einerseits mit Hamas und Palästina-Flaggen und Türkei-Flaggen, andererseits mit Israel-Flaggen und nochmal, das wird verwischt zwischen Identifikation oder Sympathie zu der Zivilbevölkerung in den beiden, in dieser Region, die darunter leidet, und eine Unterstützung einer bestimmten Politik, die damals noch von Netanyahu und von der Hamas gleichermaßen geführt wurde. Und an diesem Punkt würde ich schon sagen, wir müssen daran arbeiten, wie werden wir in Zukunft bei der, leider wird es nur eine Frage der Zeit, wie es die nächste Eskalation in der Grenze zwischen Gaza und Israel oder Grenze zwischen Libanon und Israel. Ja, wahrscheinlich ist das ein Kern seines Zorns, denn würde da nicht über diesen Text, der Katechismus der Deutschen, würde da nicht Dirk Moses drüberstehen, der nun irgendwie Akademia-Szene weit als irgendwie linker, linksliberal bekannt ist, würde man das eigentlich, ehrlich gesagt, für einen aufgeklärten AfD-Text halten. Also das ist so ruppig und holzig. Und wenn er dem deutschen Bewusstsein der Nazis attestiert, ja, sie rangen doch auch nur um Sicherheit, sie fühlten sich bedroht, dann finde ich das mindestens schwierig. Also dann berührt das quasi nicht historische Fakten, sondern dann berührt das noch was ganz anderes. Aber ich würde sagen, sowohl Moses als auch Rosberg kennen die Gegebenheit hierzulande viel zu wenig. Und deswegen, auch mit guten Intentionen, geraten sie dann in die falsche Ecken. Das führt dazu, dass Rosberg gegen die Einzigartigkeit der Shoah plädiert und Moses mit Schuldkultur argumentiert. Das sind Begriffe, die in den deutschen Kontext, das hast du richtigerweise auch festgestellt, in der rechtspopulistische bis rechtsextremistische Ecke bedient werden. Und das ist die Aufgabe der deutschen Intellektuellen oder die Intellektuelle hierzulande, die Komplikationen und die Nuancen in unserer hier der Debatte kennen, genau das kritisch zu reflektieren und damit auch dann intellektuell auch damit umzugehen. Es ist ja immer so, Frau Aßmann, Sie kennen das. Wir hatten beim letzten Talk, war das auch schon so, am Ende lief uns die Zeit weg. Und Miron, du kennst es auch. Aber ich möchte eine letzte, allerletzte Frage einspeisen von Lan Hornscheid. Sie fragt, Lan Hornscheid fragt, inwiefern wird denn sowohl durch Einzigartigkeit als auch Ausschließlichkeit die Kontinuität von Kolonialismus und Nationalsozialismus weggedacht, weil es so getrennt gehalten werden muss, um die Vergleichbarkeit herzustellen oder Nichtvergleichbarkeit. Wäre das nicht noch ein weiteres wichtiges Element in den Überlegungen? Ich weiß, dass Sie jetzt jeweils pro Person noch eine Stunde dazu was sagen könnten, aber versuchen Sie das mal mit anderthalb Sätzen. Ich sage nur was kurz zu dem Stichwort Vergleichen und Vergleichbarkeit. Also ich finde, da möchte ich nochmal eine Idee von Rothberg aufgreifen. Das ist nämlich das, was seinen Vergleichen unterliegt. Das ist die Erkenntnis, Einsicht, dass wir als Menschen, er nennt das implicated subject, sind. Wir sind immer schon in Geschichten und damit auch in Beziehungen involviert. Das ist was ganz anderes. Das ist die Perspektive auch der Memory Studies. Da sind wir immer schon drin und wir haben das bereits schon. Und wir sind schon in Beziehungen. Während die Historiker haben natürlich den Arbeitstisch und der ist ganz aseptisch rein und sie sitzen davor und sie synthetisieren, was sie da an Quellen haben und an Argumenten aufbauen wollen. Das ist ein anderer Zugang von außen. Und dieses Vergleichen sehe ich eben auch als eine Möglichkeit, Beziehungen herzustellen, auch gerade zu sich selbst und damit auch die Geschichte des anderen anzunehmen, anzuerkennen und mit ihr auch zu leben. Miron? Ja, also ich sehe hier nicht die Gefahr, aber ich sehe hier einfach die Möglichkeiten, eine reflektierte Diskussion zu machen und schon auf Entwicklungen hinzuweisen und bestimmte auch
Elemente, die auch eine gewisse Ähnlichkeit haben. Trotzdem ist sozusagen die Gleichsetzung, und das ist, was gerade sozusagen passiert, diese Gleichsetzung, werden wir nicht müde zu betonen, ist einfach falsch. Ich habe es befürchtet, liebes Publikum. Also wir fangen an, also wir kommen in eine gewisse Warming-up-Phase. Zwischendurch setze ich Aleida Aßmanns Mann Jan nochmal dazu, den wir im Hintergrund da gesehen haben. Und am Ende kommen wir dann doch nicht mit der Zeit klar. Ich darf jetzt mich aber trotzdem bedanken. Wir wissen, dass Sie das eher selten schätzen, dass wir länger als eine Stunde im Taz Talk sind. Wir reden garantiert in dieser Konstellation weiter. Es sind so viele interessante, zu vertiefende Fragen. Ich darf da auf Ihr Commitment hoffen, Frau Aßmann-Meron-Mendel. Ich darf mich verabschieden, nicht ohne darauf hinzuweisen, dass morgen der 160. Taz Talk läuft, und zwar moderiert von meinem wunderbaren Kollegen Jens Uthoff, mit zwei Protagonistinnen der Initiative Artists Against Antisemitism, und zwar mit der Schauspielerin Sandra Kreisler und dem Journalisten und Rapper Martin Nievendieck. Morgen 19 Uhr, da freuen Sie sich drauf und ich mich ganz besonders. Ich darf mich bei Meron Mendel bedanken, bei Aleida Aßmann auch. Es war mal wieder sehr schön unversöhnlerisch auf eine gewisse Art. Das freut mein Herz immer am meisten. Liebes Publikum, bleiben Sie uns gewogen, spenden Sie tatsächlich. Und wir sind in der Kultur des FC Liverpool, We Never Walk Alone, denn mitgemacht haben der technische Direktor Peter Rohrmann und unsere Ombudsmenschen Amy Blessmann, die sich jetzt bitte auch zeigen. Adieu, liebes Publikum. Bis bald.